Hallo zusammen, hier ist wieder euer Land, Toshi da für euch in Dragonflight unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht es um zwei kleine nette Toys, die es jetzt mit Patch 10.15 gibt. Und zwar sind es zwei Ruhesteine, die wir davor schon hatten. Bloß sind die jetzt dementsprechend zu Toys geworden, was den kleinen Vorteil hat, dass wir die quasi nur mit einem Schaf haben müssen, beziehungsweise uns dann auch noch zwei Slots im Inventar sparen. Und zwar würde ich sagen, schauen wir uns die gleich mal an. Es handelt sich einmal um den Dalaran-Ruhestein. Ihr seht, den habe ich jetzt hier noch im Inventar liegen. Und dann haben wir noch den Garnisons-Ruhestein. Beide diese Dinge sind jetzt quasi Spielzeuge. Heißt, ihr könnt die jetzt einfach anklicken, dann lernt ihr die. Die verschwinden dann auch aus eurem Inventar. Und ihr habt die hier drin und könnt die mit jedem Char einfach euch in die Leiste ziehen und dementsprechend benutzen. Die Abklingzeit und die Voraussetzungen haben sich eigentlich nicht großartig geändert. Die einzige Änderung, die wir haben, ist, dass wir uns jetzt halt einfach die Plätze sparen. Und ihr müsst mit Twinks die nicht extra noch einzeln holen, sondern habt die jetzt halt einfach komplett mit jedem Char die Möglichkeit. Was machen die Teile? Naja, Dalaran-Ruhestein bringt uns ins Dalaran von Legion. Also ich zeige euch das mal schnell für die Leute, die jetzt vielleicht nicht großartig die alten Expansions gespielt haben. Der Dalaran-Ruhestein bringt uns in das Dalaran auf den verheerten Inseln. Das ist einmal hier. Und wenn ihr diesen Dalaran-Ruhestein noch gar nicht habt, könnt ihr mit einem Max-Level-Char in OG oder in SW das Portal nach Asuna nehmen. Einfach hier nach Dalaran hochfliegen und dann hier in diesem Gasthaus auf den Koordinaten 49, 39 mit dieser Dame hier sprechen und die gibt euch eigentlich den Dalaran-Ruhestein. Ja? Also wenn ihr daher geht, wenn ihr es mit irgendeinem Charm im Inventar liegen habt, könnt ihr dann einfach anklicken, lernt das Ding und dann habt ihr es als Toy und ja, mit den anderen Chars könnt ihr dementsprechend das Ding wegschmeißen, weil ihr werdet es halt nicht mehr brauchen. Ne? Also ich frage mich jetzt, ob die mir den, ne, die gibt mir den auch nicht mehr, ne, klar, weil ich habe es ja jetzt quasi als Toy. Und das andere ist der Garnisonsruhestein. Der Garnisonsruhestein, naja, wo bringt er uns hin? Der bringt uns in die Garnison von Warlords of Draenor. Und da könnt ihr ihn euch quasi auch holen. Wie funktioniert das Ganze? Solltet ihr den Garnisonsruhestein noch nie geholt haben, dann solltet ihr am besten die Questreihe dazu machen. Und dafür müsst ihr einfach die Startquest von Warlords of Draenor spielen. Wenn ihr jetzt noch einen Low-Level-Char habt, könnt ihr zum Beispiel in die Chromie Time von Warlords of Draenor gehen. Dann spielt ihr am Anfang ein kleines Szenario und am Ende kommt ihr als Allianzler quasi hier unten raus und als Hordler irgendwo hier. Müsst ihr hochlaufen. Das erste, was ihr dann macht, ist eure Garnison aufzubauen. Und sobald ihr die quasi aufgebaut habt, dann müsst ihr einfach dem Questrang folgen, dann kriegt ihr am Ende den Ruhestein und dann könnt ihr euch auch dementsprechend hierher porten. Was nicht funktionieren soll, wenn ihr natürlich mit einem Char noch keine Garnison gebaut habt, dann könnt ihr euch auch nicht herporten. Ne? Das können wir jetzt mal kurz ausprobieren. Ich habe hier irgendwo noch, nee, mit dem Char habe ich es nicht. Ah, hier habe ich einen Evoker, mit dem habe ich halt keine Garnison gebaut, weil ne, den gab es damals noch nicht, als Warlords of Draenor aktiv war. Von der Expansion her, das können wir mal gucken. Ruhestein, genau, da haben wir einen Garnisonsruhestein. Und wenn ich das versuche zu drücken, dann will er das nicht, weil er quasi sagt, okay, da kann ich mich nicht hinporten. Dalaran-Ruhestein. Ah, okay. Den will er mir anscheinend auch nicht drücken lassen, weil ich wahrscheinlich mit dem Char auch noch nie in Dalaran war. Wahrscheinlich muss man dann einmal vorbeischauen. Vermute ich mal. Kann ich irgendeinen anderen drücken? Doch, ja, also das geht. Komischerweise, also das mit dem Garnisonsruhestein hatte ich mir gedacht. Dalaran-Ruhestein scheint auch nicht zu gehen. Heißt, da muss man wahrscheinlich dann mit einem Twink einmal noch vorbeischauen in Dalaran. Ne? Wahrscheinlich mit der NPC-Dame sprechen, um das hier freizuschalten. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Toy Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich gerne abonnieren für mehr Toy Guides und auch anderen Stuff. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.